Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir fahren gerade ins Gym, denn ich track ja das Ganze im Moment und muss ja ein paar Kilos verlieren. Und ein Beintraining steht an. Mein Beintraining für die Enduro-Rennen, warum ich das Ganze mache und weshalb, warum, zeige ich euch heute, zeige euch die Übung, ist relativ easy. Könnt ihr auch mit wenig Equipment machen. Viel Spaß dabei. Einfach 19 Uhr und der Verkehr ist eine absolute Katastrophe. Deswegen fahre ich immer die Wege, die ich auch mit dem Rad erledigen kann, zur Arbeit und so weiter. Mittlerweile alles mit dem Rad, aber nicht mit dem Torx, sondern mit der Cobra. Kennt ihr vielleicht auch schon aus Videos. Ja, schreibt mal in die Kommentare, fahrt ihr zur Arbeit mit dem Rad, mit dem Auto, öffentlich Verkehrsmittel? Würde mich mal interessieren, wie ihr das so regelt. Wir starten mit Ausfallschritten, diesmal mit einer Erhöhung. Und normale Ausfallschritte könnt ihr auch schon machen, wobei ich finde das mit der Erhöhung besser. Ihr könnt sogar noch einen beweglichen Untergrund unter euren vorderen Fuß stellen, damit ihr mehr stabilisieren müsst. Das finde ich besonders gut, auch um einfach die Muskulatur zu stabilisieren, um halt zum Beispiel auch in Situationen, wo ihr vielleicht nicht so super stabil steht, trotzdem guten Halt habt. Ich mache allgemein dieses Krafttraining jetzt, um einfach mein ja nicht so krasses Mountainbike-Können ein bisschen zu kompensieren und vielleicht den ein oder anderen Vorsprung anderen gegenüber zu haben. Grundübungen, die natürlich auf keinen Fall fehlen darf, sind Kniebeugen oder Squats. Ich mache es jetzt nicht mit so viel Gewicht, weil ich möchte ja gar nicht einfach riesengroße Oberschenkel haben, sondern ich möchte ein bisschen Kraftausdauer trainieren. Und eine Grundmuskulatur kann da einfach nicht schaden und deswegen habe ich die Squats auf jeden Fall mit reingepackt. Wenn ihr übrigens Ausführungsvideos haben wollt, irgendwie zu der einen oder anderen Übung, schreibt es bitte einfach in die Kommentare, dann können wir ein einzelnes Video dazu machen. Nicht ganz so einfache Übung sind die Kettlebell Swings. Die trainieren zwar auch die Schultern ein bisschen mit, aber auch Gesäß und Beinmuskulatur. Eine super dynamische Übung, die ein bisschen Übung erfordert, aber dann auf jeden Fall eine effektive Übung ist für euer Training. Die Deadlifts sind auf jeden Fall auch eine Grundübung für mich. Super effektiv für den unteren Rücken, hintere Oberschenkelmuskulatur und einfach auch eine Übung, die man einfach machen muss, um allgemein stärker zu werden, stabiler zu werden. Und deswegen darf sie auf keinen Fall in meinem Training für die Enduro-Rennen fehlen. Die letzte Übung, die ich einbaue, sind die Burpees. Die trainieren einerseits natürlich die Ausdauer, aber auch die Brustmuskulatur, Schulter, Trizeps, Beine, Schnellkraft. Und Schnellkraft ist halt das, was wir auch für Sprints auf jeden Fall brauchen. Und um das nächste Mal auf dem Trail nicht das Gefühl haben zu müssen, mich gleich zu übergeben, kommen die auf jeden Fall mit rein. Leute, ganz wichtig, nach dem Beintraining natürlich unbedingt den Aufzug nehmen, um die Regeneration nicht zu unterbrechen.
Ganz, 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 ganz wichtig. Nee, Spaß beiseite. Ihr habt es gesehen, das Workout. Ich habe euch die Wiederholung dazu geschrieben. Ihr könnt es gerne nachmachen. Und ja, wir gehen jetzt nach Hause, Essen machen. Wenn euch das Thema Ernährung interessiert, schreibt es bitte in die Kommentare. Können wir gerne auch was zu machen. Allerdings wollte ich jetzt erstmal das ganze trainingsspezifische abgrasen, auf Mountainbike bezogen. Und yes, bis zum nächsten Mal, Leute. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.